Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Garnet TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute geht's endlich weiter mit meiner tollen riesen Aquarienanlage. Wie gesagt, die geht ja noch da viel weiter. Und was wir heute machen und was wir heute tun, alles nach dem Intro. Wir, beziehungsweise ich habe das Ganze jetzt schon mal ausgewogen, damit das Ganze gerade steht. Unten am Fuß habe ich ja Füße installiert, die kann man hoch oder runter schrauben. Jetzt steht das Ganze in Waage. Dann habe ich vorweg auch schon mal vorgenommen, das Ganze hier festzumachen an der Wand, weil ich dachte, das ist nicht interessant, wie ich Löcher irgendwo reinbohre. Ich bin erstaunt, wie stabil das steht. Ich kann es überhaupt nicht mehr bewegen. Es wackelt überhaupt nicht. Ich habe da halt Winkel an die Wand gebaut, auf der Seite. Hier kann man vielleicht auch sehen. Weiß ich nicht, ob man es an der Kamera hier sieht. An der Wand. Und das ist richtig stabil. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Was wollen wir heute tun? Wir wollen heute die Aquarien folieren. Bedeutet, wir machen die Rückwand schwarz und auch die Seiten, damit man halt dementsprechend nicht mehr so rüber gucken kann. Finde ich mal ein richtig toller Look. Sieht am Ende, wenn Beleuchtung drüber ist, richtig, richtig toll aus. Thema Beleuchtung. Habe ich jetzt was bestellt, kommt hoffentlich auch jetzt demnächst an. Dann werden wir auch zusammen hier die Beleuchtung installieren. Das wird relativ hell und ich habe jetzt hier für die Rückwandfolien bei der alten Aquarienanlage, habe ich mir das selber zurechtgesägt aus dem Baumarkt. Jetzt habe ich für mich eine günstigere Alternative gefunden. Das sind schon aufs Maß zugeschnittene Rückwandfolien in Blau und Schwarz, je nachdem, welche Seite man nimmt. Und die passen direkt hier rauf. Spare ich mir Arbeit, spare ich mir auch Geld, weil die günstiger sind am Ende für alle Aquarien. Und ja, damit fangen wir jetzt mal an. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie man das Ganze aufklebt. Dafür habe ich schon mal ein Video gemacht, wie man Folien aufklebt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Aquarien alle foliert habe. Uiuiuiuiui. Ihr seht, ich habe was anderes an. Bedeutet, ich habe das nicht geschafft, alles an einem Tag, sondern ich habe ganze 2 Tage dafür gebraucht. Ganz schöne Arbeit, solche zu folieren. Wisst ihr aber selber, wer schon mal 1 foliert hat. Ich muss die ganze 20 folieren. Sieht dafür aber jetzt richtig, richtig schick aus. Damit sind wir eigentlich hiermit erstmal durch. Jetzt könnte man theoretisch Bodengrundfilter rein, Licht und fertig und let's go. Nein, ich habe hier noch relativ viele Schmutzreste vom Bekleben halt, vom Sprühen, vom Waschmittel und sonst irgendwas. Das werden wir jetzt auf jeden Fall einmal noch mit Wasser vernünftig reinigen. So. Dafür nehme ich, habe ich jetzt hier einfach normales Wasser und ja, reinige das einfach nochmal ganz grob, einfach nur, damit meine Fingerabdrücke überall weg sind und ein bisschen die Reste, die von der Produktion, von den Aquarien übrig geblieben sind, auch verschwinden. Man kann das die ganzen auch ausspülen, allerdings bei so 20 Stück habe ich einfach, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir die Zeit und ich habe auch da eigentlich keine Lust drauf. Deswegen mache ich das auf die Methode, das klappt auch wunderbar. Ja. Also ganz, ganz wichtig natürlich, ne? Immer nur reines Wasser nehmen, Osmosewasser, destilliertes oder aus der Leitung. Keine Spülmittel, keine Fensterreiniger oder sonst irgendwas. Das wollen wir auf keinen Fall drin haben. Das wird Probleme sorgen und am Ende auch Fisch oder Garnelen sterben. Das auf jeden Fall nicht verwenden. Einfach, ich habe hier Wasser einmal normal mit Leitungswasser drin. Die Aquarienanlage ist fest an der Wand, die Folien kleben drin und die Becken sind gereinigt. Bedeutet, im nächsten Video bzw. im nächsten Step werden wir uns auf jeden Fall an die Beleuchtung machen. Ob wir es dann auch schon schaffen an die Filterung und am Bodengrund, das werden wir auf jeden Fall sehen, wenn es heißt, schaust du Garnet TV, wirst du Garnet schlau. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt, schaust du Garnet TV, wirst du Garnet schlau. Das habe ich eben schon mal gesagt. Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann.